Einen wunderschönen guten Tag. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, befinden wir uns heute mal wieder im Trains-Strecken-Editor. Und wir wollen uns heute mal um ein Problem kümmern, an das jeder Streckenbauer früher oder später mal kommen wird. Und zwar hat man ein Gleis, eine Straße, genau, wir bauen einen Bahnübergang. Zum Bahnübergangsbau gibt es verschiedenste Möglichkeiten und Systeme. Allerdings das aktuell in Deutschland, in der deutschen Trains-Gemeinschaft am fortgeschrittensten System ist das XBÜ-System, welchem wir uns heute in diesem Video widmen wollen. Das könnt ihr kostenlos auf der DLS herunterladen. Einfach XBUE eingeben, also ohne Umlaute, XBUE. Dann findet ihr alle wichtigen Objekte, die zu diesem System gehören. Zuallererst noch einmal vergewissern wir uns, dass wir auf dem richtigen Layer sind. In unserem Fall wollen wir den Streckenlayer bauen, denn ansonsten wäre das Ganze nur in der aktuellen Aufgabe gespeichert. Aber ein Bahnübergang macht in der Regel Sinn, wenn er auf der Strecke gespeichert wird. Und dann können wir hier gleich mal XBUE in unserem Objekt-Tab eingeben und uns anschauen, was steht uns hier zur Verfügung. Wir sehen hier sehr viele Sachen, aber wir gehen erstmal direkt nach unten und wir suchen nämlich eine XBUE-Steuereinheit. Das ist nämlich das Herzstück eines jeden Bahnübergangs. So, gehen wir einmal in die Einstellung von der und dann müssen wir ihm jetzt irgendeinen schönen Namen geben. Nehmen wir sie einfach Übergang. So, hier ist jetzt wichtig, wie ihr das schreibt. Merkt euch diese Schreibweise. In unserem Fall also komplett in kleinen Buchstaben und ohne Umlaut haben wir Übergang. So, das wird nämlich jetzt gleich wichtig, wenn wir unsere anderen Bahnübergangsobjekte verbauen. Jetzt können wir uns hier eine kleine Hilfe holen. Einmal auf im Gleistab auf Trackside finden wir die XBUE PB-Schablone, die können wir hier einmal draufklicken. Und jetzt sehen wir ungefähr, wo die Sachen hin müssen. Das ist ein bisschen beschriftet. Diese Schablone, die kann man da lassen. Die sieht man genauso wie diesen Controller später im Fahrermodus nicht. Die sind nur im Editor sichtbar. So, hier sehen wir jetzt zum Beispiel Stellplatz für Schranken. Hier kommt das Lichtzeichen hin, wenn wir eine Schranke haben. Haltelinie ohne Schranke, Haltelinie mit Schranke. So, wir bauen jetzt einfach mal einen Bahnübergang, der ist schön ausgestattet. Wir können hier halt mal nach oben schauen. Wir haben die Aufteilung an sich wie folgt. Also wir haben ganz normale Andreaskreuz, die sind nicht interaktiv, die sind nicht wichtig. Das ist einfach nur Beschilderung. Wir haben Reichsbahn-Andreaskreuze. Wir haben die Haltelinie, die brauchen wir auf jeden Fall. Da kann ich mir schon mal zwei holen. Da braucht man pro Bahnübergang in der Regel zwei von. Können wir also da schon mal hinmachen, weil die zeichnen mich an, wo der Autoverkehr anhält. Dann gibt es separate, so eine kleine Leuchten hier zum Beispiel für Fußgänger. Und Andreaskreuz plus Lichtzeichen, die sind immer hilfreich. Also zum Beispiel so eins. Das kommt dann dahin, wo Lichtzeichen steht. Wer hätte es erraten? Die gibt es auch in hoher Fassung. Also hier so. Dann haben wir noch einen mit so einem Griff dran. Wir haben es auch im Peitschenampelformat. Kann man also auch hier hinstellen. Und es gibt sie auch in elektrischer Beschriftung. Aber da hier keine Oberleitung vorhanden ist, lassen wir das mal raus. Das sind die LED-Varianten, die gibt es auch mit Nicht-LED. Sehen die halt ein bisschen anders aus. Stellen wir uns dann nochmal so ein drüben hin. Da könnt ihr wirklich freie Auswahl treffen. Es ist egal, wie ihr euren Bahnübergang da zusammenstellt. Könnt ihr also dann so machen. Da gibt es nicht sehr viele Sachen. Hier haben wir uns das Falsche. Wir machen nämlich eins rechts, was ihr da so zusammenbasteln könnt. Jetzt haben wir also unser Lichtzeichen hier schon mal stehen. Jetzt brauchen wir eine Schranke. Schranken sehen wir immer SPK6 und weiter unten sehen wir auch SPK10. Das sind die Schließzeiten. Einige, also die kürzeren Schranken, die schließen innerhalb von 6 Sekunden. Die längeren Schranken, das sind jetzt hier so eine riesigen Oschis, die decken halt die ganze Straße auf einmal ab. Diese längeren Schranken, die brauchen 10 Sekunden, um zu schließen. Das ist letztendlich ein kleiner Unterschied. Und der ist aber
nicht allzu wichtig. Es kommt vor allen Dingen darauf an, wie weit wir unseren Einschaltkontakt später dann vom Bahnübergang wegplatzieren, dass die Schranken genug Zeit haben zu schließen. Die gibt es auch noch in grün, diesen ganzen Spaß hier. Ja, da können wir jetzt auch gleich anfangen, hier Schranken zu verbauen. Für die Straße passen immer ganz gut die 3 Meter Schranken. Schranken gibt es in rund, Schranken gibt es auch in eckig. Ja, also Schranken, die gibt es in rund, die gibt es auch in eckig. Könnt ihr euch also aussuchen. Es gibt links und rechts, das ist vor allen Dingen wegen der Beschriftung relevant. Wir nehmen jetzt hier mal, warte mal. Eine eckige wollte ich mal haben, genau. Hier sieht jetzt eine eckige aus. Eine eckige noch für links. Und dann brauchen wir hier drüben noch eine Runde für links. So, dann haben wir auch unseren Upsala, den wollte ich nicht greifen. Und unsere Schranken hier aufgestellt. Das kann man natürlich jetzt hier in Präzisionsarbeit schauen, dass die alle korrekt rotiert sind. Wir sehen hier diese Balken, die sieht man später natürlich im Fahrermodus auch nicht. Die zeigen uns dann an, wo wird der Schrankenbalken sein, wenn geschlossen ist. Und das ist auch ein weiterer Greifpunkt, wenn man die verschieben möchte. Ist also auch ganz hilfreich. Für Demonstrationszwecke reicht das jetzt auch, wenn wir so ein bisschen schnell hinstellen. Dann haben wir die Sachen also auch schon verlegt. Und viel mehr braucht eigentlich so ein Bahnhof nicht. Die ganzen Sachen gibt es auch als Einzelstücke. Also es gibt auch, wenn man irgendwo schon eine Ampel stehen hat. Das kann ich jetzt hier natürlich schlecht zeigen. Aber sollte man irgendwo schon eine Lampe oder eine Ampel stehen haben, dann hat man nämlich die Möglichkeit, auch diese Einzelstücke zu nehmen. Die kann man auch daran klicken. Die funktionieren in der Konfiguration, die ich jetzt gleich zeigen werde, genauso wie die großen Objekte. Die sind natürlich immer ein bisschen fummelig hier, so kleine Objekte, aber funktioniert letztendlich genauso. Masten gibt es auch einzeln in verschiedenen Größen, wenn man die selber bestimmen möchte, weil es halt ein modulares System ist. Das heißt, da ist man relativ frei. So, jetzt kommen wir aber zur Konfiguration. Nochmal zur Erinnerung, unser Übergang heißt Übergang. Können wir uns jetzt einfach gleich mal kopieren hier den ganzen Spaß. Und jetzt stellen wir die Sachen ein. Dazu klicken wir einfach drauf. Wir sehen hier so ein Menü. In dem Menü haben wir theoretisch auch die Möglichkeit, hier unten drunter, sichtbar soll es natürlich schon sein, hier sowas einzustellen. Also wenn man eine Bodentextur hat, dann wird die da so ein bisschen angehoben, wer es mag. Hat da halt die Möglichkeit, da ein bisschen was drunter zu setzen. Ansonsten haben wir halt nur die Betonpfosten. Und um die ins System einzubinden, müssen wir sie nur benennen in aufsteigende Nummer. Also wir nehmen Übergang in Klammern eine aufsteigende Nummer. Und weil es einfach mit dem Arbeiten leichter geht, gehen wir jetzt durch. Das machen wir bei allen Objekten, die Teil des Bahnübergangs sind. Es ist egal, wie viele Objekte ihr habt. Ich weiß nicht, vielleicht ist 99 das Maximum, aber sagen wir mal so 20, 30, 40 sind überhaupt kein Problem. Gehen jetzt einmal auf alle Objekte drauf, binden die nach diesem Schema ein. Es darf halt nur keine Lücke entstehen im System, weil sobald er eine Zahl nicht findet, sucht er auch nicht mehr weiter. Ups, den habe ich jetzt falsch eingegeben. Wie gesagt, die Schreibweise ist das Wichtigste bei diesem System. Ansonsten ist das wirklich kinderleicht zu konfigurieren hier alles. So. Dann möchten wir jetzt hier noch diese Fahrzeugstopper einbinden. Jetzt müssen wir die erstmal in die richtige Position rotieren. Wir sehen Stopp. Das muss immer dahin ausgerichtet werden, in die Straße, die wir anhalten wollen. Wir haben Haltelinie mit Schranke. Wollen wir also hier hinsetzen. Den anderen rotieren wir natürlich in die andere Richtung, einmal so rum. Bewegen ihn auch hier hin, Haltelinie mit Schränke. Und jetzt binden wir den ein, dafür gehen wir einmal in den Spline-Tab. Wir wählen hier unten
Insert Spline Point aus und wenn wir also nichts an der Straße verändern wollen, packen wir die jetzt erstmal weg. Dann ziehen wir die Straße einmal auf diese Haltelinien-Dinger rauf und so, ne? Ich möchte natürlich die Straße haben und verbinden dann die beiden Haltelinien miteinander. So, der Verkehr, der freut sich jetzt schon, der ist schon auf dem Weg. Obwohl, da ist, glaube ich, da ist was nicht richtig verbunden. So. So, jetzt kann der Verkehr aber rüber. Genau. Und diese müssen wir jetzt natürlich auch nochmal ins System einbinden. Mal schauen, was war die höchste Nummer, die wir hatten. 1, 2, 4, 8, genau, 8 ist die höchste Nummer. Das heißt, wir verfahren hier weiter mit der 9 und auf der anderen Seite an der Haltelinie mit der 10. Und jetzt können wir den ganzen Spaß einmal testen. Dazu mache ich mal Folgendes, und zwar Traffic Spawner. Das ist auch ein Objekt, was man kostenlos von der DLS herunterladen kann. Da packen wir einfach mal 3 an jedes Ende von der Straße hier hin. Haben wir ein bisschen mehr Verkehr. Die Dinger sorgen einfach nur dafür, dass mehr Fahrzeuge entstehen. Das ist ja ein bisschen Action. Können wir das halt besser testen. Dann öffnen wir einmal die Eigenschaften von unserem Controller. Hier sehen wir das Feld Test. Da können wir jetzt gleich einmal drauf drücken. Erscheint der Zustand 1 und dann sollte sich was tun, aber es tut sich nichts. Es tut sich nur hier drüben was, weil wir den Bahnübergang nicht richtig angeschlossen haben. Das ist also ein Indiz. Wenn wir jetzt hier sehen, der Bahnübergang funktioniert nicht richtig, dann wissen wir, wir haben ein Problem. Wir haben jetzt nämlich gesehen, hier drüben gingen die roten Lichter an, aber es hat sich keine Schranke bewegt und hier drüben ging sie nicht an. Der Verkehr ist auch durchgefahren, war das auch egal. Da haben wir jetzt nämlich das Problem, unser Bahnübergang ist nicht richtig konfiguriert. Wir haben irgendwo einen Schreibfehler gemacht. Und dadurch, dass wir wissen, diese beiden Dinger gehen aber sonst nichts, untersuchen wir die jetzt einmal, ob die hier richtigen Namen haben. Wir haben die Übergang 1, wir haben den Übergang 2. Schauen wir hier drüben und wir sehen hier unseren Fehler. Übergang 3 ist nicht richtig geschrieben. So, ich glaube, die anderen dürften richtig geschrieben sein. Wir öffnen unseren Controller. Einmal Enter. Dann sucht er sich die Sachen neu. Wir drücken nochmal auf Test. Jetzt wird hier gelb. Und zugleich wird rot. Und wir schauen auf die andere Seite. Hier ist auch rot. Und der Bus hat auch schon angehalten. Der Bus hält ebenfalls an. Und zack, da gehen sie runter, unsere Schranken. Wir haben eigentlich auch, wie ich finde, eine sehr schöne Animation. So sieht unser Bahnübergang also in geschlossenem Zustand aus. Und wir sehen hier auch den Unterschied. Das sind die LED-Lampen. Und hier haben wir die ganz normalen. Und wir können uns auch unseren Bahnübergang zum Test wieder aufmachen. Zack, da geht's hoch. Und die Fahrzeuge fahren auch sofort wieder durch. So, jetzt wollen wir unseren Bahnübergang noch automatisieren, damit der Zug den auch benutzen kann. Wir gehen dafür also in das Gleismenü. Dann gehen wir oben wieder auf Track Size, sind wir unter XBU. Da finden wir die XBU-Kontakte. Der XBU-Kontakt an sich, das ist nur so ein Trigger hier, den man halt auch nur im Fahrermodus sehen, den man auch nur im Editor sehen kann. Im Gegensatz dazu haben wir noch die XBU-Siemens Ein- und Ausschalter. Und diese kann man auch im Fahrermodus sehen. Die sind halt für Bahnübergänge, welche wirklich automatisch bei Zügen öffnen und schließen. Und wenn man Bahnübergänge simulieren möchte, die in der Realität vom Stellwerk bedient werden, da hat man natürlich keinen sichtbaren Einschaltkontakt, dann verwendet man den XBU-Kontakt, den man im Fahrmodus nicht sieht. Wir verwenden jetzt aber den Siemens-Einschalter, den wir sehen können. So schaut er aus. Wir gehen hier in die Option von dem. Und so sieht das Optionsmenü von dem aus. Es ist komplett egal, wie wir diesen benennen, im Gegensatz zum Rest des XBU-Systems. Und wir haben hier zwei Einstellungen. Wir haben Name of Crossing Controlled, also den Bahnübergang-Namen, den wir steuern wollen von diesem Kontakt. Also er wird nicht hier oben eingegeben, sondern der wird hier eingegeben. So, unser Bahnübergang heißt Übergang. Wenn wir jetzt hier irgendeinen Mist eingeben, passiert gar nichts.
Wir müssen einen Übergang angeben, der wirklich ein XP-Übergang ist. In unserem Fall Übergang. Und wir wollen, dass es deaktiviert wird. Es reicht nicht zu sagen, ich packe jetzt hier den Siemens-Einschalter hin. Der Siemens-Einschalter ist wirklich nur das Objekt. Das Skript kann den Siemens-Einschalter auch als Ausschalter betrachten. Klingt ein bisschen doof, ist aber so. Das haben aber alle XPU-Kontakte haben ein gleich aussehendes Menü. Es ist also vollkommen egal, welche wir verwenden. So, am Bahnübergang selbst packen wir dann auch einen Ausschalter hin. Der Einschalter, der macht den Bahnübergang zu, sobald die Spitze des Zuges, sobald irgendwie ein Zug den passiert. Der Ausschalter macht den aber erst wieder auf, der ist nämlich sehr intelligent, wenn das Ende des Zuges komplett durch ist. So, jetzt machen wir hier wieder das Gleiche. Wir nehmen Übergang als unseren Bahnübergang. Wir wollen jetzt aber ein Deactivator, also was haben, was den Bahnübergang wieder aufmacht. Das bauen wir natürlich beidseitig in unserem Falle. Packen wir also hier auch nochmal einen hin. Immer noch ein Deactivator. Und wenn wir hinten aus der Ecke kommen würden, dann brauchen wir hier Übergang und diesmal einen Activator. Die Distanzen hier sind jetzt natürlich Mumpitz, die sind jetzt natürlich nur zur Vorführung da. Real sind diese Einschaltkontakte natürlich viel, viel weiter vom Bahnübergang weg. In der Regel sieht der Zug eigentlich den Bahnübergang nicht schließen. So, dann gehen wir auch gleich mal in den Fahrermodus, um das auszuprobieren. So, dann sind wir jetzt hier im Fahrermodus auf unserer Teststrecke. Wir packen jetzt hier einfach mal eine Lok hin. Und der Einfachheit halber beim Testen ist der einfache Steuermodus auch manchmal ganz hilfreich, wenn man so etwas demonstrieren möchte. Deshalb bin ich jetzt mal hier im Tachomodus. Sonst fahre ich natürlich im Fahrermodus. Dann fahren wir einfach mal langsam zum Bahnübergang vor und beobachten, was dieser tut. Da vorne sehen wir auch unseren Siemens-Kontakt. Auch hier kann man den natürlich so justieren, dass er sehr schön dann auch da unter den Schwellen durchgeht, wenn man viel Zeit reinsteckt. Und jetzt ist was ganz Unglückliches passiert, der Bus ist da drauf stecken geblieben. Nein, wer darauf hofft, wir können den Bus jetzt nicht umfahren. Jetzt passiert hier sowas. Das ist tatsächlich ein Problem, was passieren kann, wenn man die Haltelinien zu knapp setzt. Wir haben jetzt hier einen Bahnübergang, der besteht nur aus einem Gleis. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir die Haltelinien, die dürften hier sein und da. Die haben wir relativ nah, der Zug da nämlich auch schon, die haben wir relativ nah hier an den Bahnübergang gesetzt. Und wenn man die Haltelinien sehr nah an den Bahnübergang setzt, dann kann das passieren, dass Fahrzeuge da drin eingeklemmt werden. Das sind einfach einige Beschränkungen des Trains-Fahrzeugsystems. Die stellen sich manchmal ein bisschen doof an. Die wollen eigentlich auf Nummer sicher gehen und lieber nicht den Bahnübergang noch überfahren. Das Resultat ist aber eigentlich eher, sie bleiben drauf stecken, weil sie zu doof sind, runterzufahren rechtzeitig. So, ist aber auch egal, der Bus hat natürlich keine Kollision, da ist auch niemand drin, wir verletzen jetzt also niemanden mehr durchfahren. Ihr seht aber, ansonsten hat sich unser Bahnübergang korrekt geschlossen, die Schranken sind auch weiter unten, die Fahrzeuge stauen sich schon an. Ja, und wenn man ein bisschen weniger Verkehr hat und die Haltlinien weiter auseinandersetzt, dann hat man auch in der Regel keine eingeklemmten Fahrzeuge. Wir fahren mal mit unserer Ludmilla hier über den Ausschaltkontakt drüber. Und die Schranken heben sich und der Verkehr, ja, der kann es gar nicht warten, endlich wieder befreit zu werden und fährt sofort weiter. Wie schon gesagt, wir haben hier natürlich jetzt gerade relativ viel Verkehr. Wir haben ja jetzt eigentlich schon Verkehrsaufkommen wie in der Stadt, was daran liegt, dass wir halt drei Traffic Spawner an das Ende dieser Straße jeweils gesetzt haben. Wie schon gesagt, die Traffic Spawner sind ein Objekt, was man sich kostenlos ebenfalls von der DLS herunterladen kann. Damit kann man den Verkehr so ein bisschen einstellen. Wenn wir jetzt nur einen da hinsetzen würden, dann wäre ein bisschen weniger Verkehr. Dann wäre das zum Beispiel nicht so ein Problem, dass da irgendwer eingeklemmt wird. Aber zu Demonstrationszwecken ist das halt einfacher zu zeigen, die
letztendlich der Bahnübergang funktioniert. So, das war letztendlich auch schon unsere kleine Einführung zum XBU-System. Das XBU-System ist auch ein System, was modular ist. Es ist relativ einfach erweiterbar und das Modulare ermöglicht es uns auch, sehr einfach unsere eigenen Bahnübergänge darzustellen. Es ist möglich, diverse Bauformen von Bahnübergängen mit dem XBU-System darzustellen. Man kann mehrere Bahnübergänge kombinieren, man kann Einschalter einsetzen, die mehrere Bahnübergänge steuern, man kann riesige Bahnübergänge bauen, kleine Bahnübergänge, wie wir jetzt hier ja sehen. Man kann auch gestaltungsmäßig hier noch sehr viel dran machen, wenn man sich mehr Zeit nehmen möchte. Aber in der Kürze liegt die Würze beim Video. Und damit auf Wiedersehen.